Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Es geht weiter im Origami-Schloss von Olli. So, wir haben ja einen Speicherpunkt gefunden und so wie es aussieht, geht es noch weiter. Wahrscheinlich wird das nicht das Ende sein. Na, wie gefällt euch Castel Knick soweit? Findet ihr euren Aufenthalt zu langweilig? Euch kann geholfen werden, dem werde ich umgehend Abhilfe schaffen. Was kommt jetzt? Oh no. Wow. Okay, die wollen mich also fressen, die Dinger. Na gut, voll bin ich sowieso schon. Wow. Aua. Das ist natürlich mies, sowas. Ach komm, meine Güte. Haben wir Bruder Kloppi mal eins über die Rübe. So, das gibt natürlich wieder mit den sagenhaften Stiefeln eins auf die Rübe. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Niemals. Eine Plattform. Muss man die besiegen, dass irgendwas kommt? Kann das sein? Hm. Keine Ahnung, deswegen mache ich da nicht lange rum. Benutzen wir die sagenhaften Stiefel. Das reicht dicker aus. Und Bowser, komm, schieß. Oh, er hat nichts gemacht. Sagenhafter Hammer. Oh, hier kommt ein Faltkreis zur Erscheinung. Ah, da war was. Okay, cool gemacht auf jeden Fall. Nochmal ein Faltkreis. Was muss ich hier machen? Hä? Ah, okay.
Die sollten mich nicht treffen. Soweit ich weiß, ziehen die 100 Leben ab. So, nächster Save Point. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir eine komische Röhre. Okay. Ein Faltkreis. Was? Welche Arten jetzt? Oh nein. Was? Hat da einer gerade den Faltkreis geklaut? Oh nein. Das ist natürlich richtig mies. Gucken wir mal, dass wir das schaffen ohne Probleme. Wie soll man das denn so schnell schaffen? War ja klar, dass es der letzte ist. Okay, offenbar muss ich zu der Röhre zurück. Und nochmal von vorne anfangen, weil sonst liege ich unten. Da haben wir den Faltkreis. Okay, cool gemacht auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich da wieder machen muss. Aber ich will so viel wie möglich von denen erwischen. Sag mal, Drama macht es schon. Los, Bowser, hast du keinen Pulver mehr? Und weg mit euch! Papierflugstaffel. Nochmal eine Armada von Schergen. So, ich hab mich okay.
Oh mein Gott, wir leben ja noch. Nein, die sagen auf dem Stiel, wir sind kaputt. Bowser, jawohl, schieß sie ab. Nochmal ein Pilz. Gehen wir davon aus, ich muss es hier wieder gerade biegen. Genau, von hier aus. Nein! Nein! Er hat mich gefressen! Das tat weh. Das geht's doch nicht, warum ist das so schnell? Warm! Wow! Den hat's zerfetzt. So, haben wir hier den nächsten Fallkreis drin? Nein. Da oben haben wir auch irgendwas, sehe ich gerade. Da läutet das Glöckchen. Das sieht doch komisch aus hier. Jawohl, 116, Glutgrader Pappmachos. Hier haben wir eins. Ah, hier. Haben wir das Pärchen. Glaub, das war's, oder? Ah, okay, verstehe, so geht das. Pappmacho Käfer und ein Colorpilz. Jetzt müsste man doch langsam mal nach oben kommen. So, hier haben wir den nächsten Speicherpunkt. Wo kommen wir als nächstes hin? Mal gucken. Mario, schnapp ihn euch! Wow!
Eine Scharenschlacht. Oh, wie viele das sind! Was da alles reinläuft! Boah, das sind ja viele Gegner jetzt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh nein, was mache ich denn? Sagenhafte Stiefel! Das ist ja nicht mal eine große Scharenschlacht. Jetzt hätte ich mit dem Hammer vielleicht draufklopfen sollen, dann wäre vielleicht was passiert. Sehr gut. Ich glaube, da reicht mein normaler Stiefel aus dafür. Es geht weiter mit der nächsten Fuhr. Das waren ja schon einige. Aber die Musik finde ich echt ziemlich cool von dem Schloss. Weg mit euch! So, einmal mit dem Hammer drauf kloppen. Der sagenhafte Hammer. Wir greifen nur mit den besten Items an, die ich habe. Und Feuer und tschüss. Nochmal. Oh, ein Ninja. Das scheint schon mal gar nicht so schlecht zu sein. Mein Gott. Hauen wir erstmal die ganzen Gegner hier weg. So, speichern wir ab. Ich denke mal, hier drin wird das Ende sein. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis dann.